Bonsoir et bienvenue au Dojo des Solingen. Einen schönen guten Abend. Wir haben uns ja hier schon begrüßt, aber für diejenigen, die jetzt hier online zugeschaltet sind, einen schönen guten Abend und willkommen hier im Dojo in Solingen. Ich werde heute Abend nicht nur über das Thema, was angekündigt war, der Bodhisattva-Gelübde und die Zeremonie des Bereuens und der Erneuerung sprechen, das Reiaku Fusatsu, sondern wir werden diese Zeremonie auch gemeinsam praktizieren. Auf das Reiaku Fusatsu werden ein paar Minuten Sazen folgen und nach dem Sazen werde ich dann auf Fragen zur Bedeutung und zur Praxis des Reiaku Fusatsu eingehen. Ce soir, je vais pas seulement parler sur les vœux du Bodhisattva et la cérémonie de repentance et de renouvellement, le Ryaku Fusatsu, mais on va aussi pratiquer cette cérémonie ensemble. Le Ryaku Fusatsu sera suivi par quelques minutes de Zazen et après le Zazen, je vais répondre aux questions sur l'importance du Ryaku Fusatsu et sur sa pratique. D'abord, un peu quelques mots sur l'histoire de Ryaku Fusatsu. Le Ryaku Fusatsu est une version de la plus ancienne cérémonie existante de l'humanité. Elle a une histoire de plus que 2500 ans. Déjà, les hindous ont pratiqué une cérémonie de repentir et de renouvellement pendant des jours qui étaient appelés Uposatha. À l'époque du Bouddha, le roi Bimbisara de Magadha proposait au Bouddha de pratiquer aussi des jours d'Uposatha. Dans le calendrier lunaire, il existait quatre Uposatha, la pleine lune, la nouvelle lune et les deux quarts de la lune entre ces deux. Zunächst ein paar Worte zur Geschichte des Ryaku Fusatsu. Das Ryaku Fusatsu ist eine Version der ältesten existierenden Zeremonien der Geschichte der Menschheit. Das Ryaku Fusatsu bzw. diese Zeremonie hat eine Geschichte, die mehr als 2500 Jahrtausende alt ist. Bereits die Hindus haben eine Zeremonie des Bereuens und der Erneuerung praktiziert, während Tagen, die Uposatha genannt wurden und auch genannt werden. Zur Zeit Buddhas schlug der König Bimbisara von Magadha Buddha vor, mit seiner Sangha ebenfalls Uposatha-Tage zu praktizieren. Im Mondkalender existieren vier Uposatha: der Vollmond, der Neumond und die Viertel des Mondes zwischen diesen beiden. Bis heute wird in den Ländern des Theravadas versammeln sich die Laien in den Ländern des Theravadas während der Uposatha-Tage in den Klöstern, um Unterweisungen zu hören, Belehrungen und um zu meditieren und auch um zu geloben, den Silas, den Laiengeboten zu folgen. Beim Vollmond und beim Neumond treffen sich die Mönche und auch die Nonnen, um eine Zeremonie durchzuführen, die Pratimoksha genannt wird. Das ist eine Form von Beichte, in der die Mönche bekennen, welche Regeln des Codes der Mönche sie übertreten haben, des Vinaya. Und nachdem die Mönche bereut haben, wird der Vinaya rezitiert. Jusqu'à aujourd'hui, dans les pays du Theravada, die Laïcs se rassemblent pendant les Uposatha dans des monastères pour entendre des enseignements, pour méditer et aussi pour faire les vœux de suivre les silas laïcs, les préceptes des laïcs. À la pleine lune et à la nouvelle lune, les moines et bien sûr aussi les nonnes se réunissent pour une cérémonie qui s'appelle Pratimoksha. Dans cette cérémonie, les moines et les nonnes confessent s'ils ont transgressé
le Vinaya, les règles valables pour les moines et les nonnes. Après, tous les moines ont répondu, le Vinaya est récité. Cette cérémonie de Pratimoksha a pris des formes différentes dans les pays du Mahayana. En Japon, elle est devenue le Ryakufusatsu, qu'on pratique au monastère le 1er et le 15 de chaque mois. Ici à Solingen, nous le pratiquons depuis une dizaine d'années, une fois par mois, avant le dernier zazen du mois. Comme c'est aujourd'hui le 31 juillet, c'est pour nous la date régulière pour pratiquer le Ryakufusatsu. Donc c'est ce que vous faites, c'est pratiquer, après la conférence, de pratiquer la cérémonie avec nous, la cérémonie qu'on pratique ici à ce soir. Et diese Zeremonie des Pratimoksha hat verschiedene Formen in den Ländern des Mahayana angenommen. In Japan ist sie zum Ryakufusatsu geworden, das man in den Klöstern in Japan am 1. und am 15. eines jeden Monats praktiziert. Hier in Solingen praktizieren wir es seit mehr als 10 Jahren einmal im Monat, und zwar vor dem letzten Sazen des Monats. Weil heute der 31. Juli ist, ist es für uns das ganz normale Datum, an dem wir das Ryakufusatsu praktizieren. Und ihr seid eingeladen, das eben hier gemeinsam mit uns zu praktizieren. Welche Bedeutung hat nun diese Zeremonie für uns? In der Zeremonie des Pratimoksha beichten die Mönche und Nonnen des Theravada ihre eigenen Fehler und Irrtümer, ihre eigenen Verstöße gegen die Regeln. Wenn wir das Ryakufusatsu machen, dann hat es meiner Meinung nach besteht ein großer Unterschied. Das Ryakufusatsu ist keine Beichte. Und wir bedauern, wir bereuen nicht nur unsere eigenen Fehler und Irrtümer, sondern alle Fehler und Irrtümer, die im ganzen Kosmos und vom ganzen Kosmos begangen worden sind. Und wenn wir unsere Gelübde erneuern, dann machen wir das ebenfalls mit dem ganzen Kosmos. Welche Bedeutung hat jetzt diese quelle importance à la cérémonie pour nous? Dans la cérémonie de Pratimoksha, les moines et les nonnes du Theravada confessent leur propre fautes et erreurs et les répondent. Si nous faisons le Ryakufusatsu, il y a à mon avis une très grande différence. Le Ryakufusatsu n'est pas une confession et nous ne répondons pas seulement nos propres fautes et erreurs, mais toutes les fautes et erreurs commises par le cosmos entier et dans le cosmos entier. Et si nous renouvelons nos vœux, nous le faisons avec le cosmos entier. Le Bouddha Shakyamuni s'est éveillé au fait que rien qui existe, existe séparé. Chaque être vivant est différent et est différente de chaque autre être vivant. Chaque chose est différente de chaque autre chose. Mais malgré ces différences, personne et rien est séparé. On peut illustrer ça avec les doigts de la main. Chaque doigt est différent. Mais en même temps, les doigts ne sont pas séparés. Notre problème central comme être humain, c'est que souvent nous nous considérons séparés et agissons comme si nous étions des êtres séparés. Cette illusion fondamentale qui est responsable pour beaucoup des souffrances personnelles, mais aussi pour beaucoup des souffrances sur notre planète. Bouddha Shakyamuni ist zu der Tatsache erwacht, dass nichts, was existiert, getrennt existiert. Jedes Lebewesen unterscheidet sich von jedem anderen Lebewesen. Jedes Ding ist von jedem anderen Ding unterschieden. Aber trotz dieser Unterschiede ist nichts und niemand getrennt. Man kann das mit den Fingern einer Hand illustrieren. Jeder der Finger ist anders und trotzdem
sind sie miteinander, sind sie nicht getrennt. Unser zentrales Problem als menschliche Wesen ist, dass wir uns oft als getrennte Wesen ansehen und als, dass wir so handeln, als wären wir getrennte Wesen. Diese grundlegende Täuschung ist verantwortlich für viel persönliches Leid, aber auch für viel Leid auf unserem Planeten. Zazen gibt uns die Möglichkeit, die Nichtgetrenntheit zu erfahren. In Zazen handeln wir nicht, wir sprechen nicht und wir folgen nicht unseren Gedanken. Wir sind eins, nicht nur mit den Leuten, mit denen wir praktizieren, sondern zugleich auch mit dem ganzen Kosmos. Aber wir können natürlich nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche in Zazen bleiben. Wie müssen wir also handeln, dass Zazen und unser Handeln im Alltag nicht getrennt sind? Zazen nous donne la possibilité d'expérimenter la non-séparation. En Zazen, nous n'agissons pas, nous ne parlons pas, nous ne suivons pas nos pensées. Nous sommes un. Pas seulement avec les gens qui pratiquent avec nous, mais aussi avec le cosmos entier. Mais nous ne pouvons pas rester en Zazen 24 heures sur 24, 7 jours par 7 jours. Comment donc agir pour que Zazen et notre vie dans le quotidien ne soient pas séparés? Dans la cérémonie des Bodhisattvas, nous avons reçu les 10 kai, les 10 manières du comportement d'un être éveillé. Et nous avons prononcé les 4 vœux des Bodhisattvas. Suivre les kai et travailler à la réalisation des vœux, c'est notre manière de faire vivre la non-séparation dans la vie quotidienne. Mais d'un côté, nous sommes des êtres humains et imparfaits, donc nous faisons des fautes et des erreurs. D'autre côté, les vœux sont si vastes que nous n'arriverons jamais à les réaliser complètement. Que faire vis-à-vis de cette situation? In der Bodhisattva-Zeremonie haben wir die 10 Kai empfangen, die 10 Verhaltensweisen eines erwachten Wesens. Und wir haben die 4 Gelübde der Bodhisattvas ausgesprochen. Den Kais zu folgen und an der Verwirklichung der Gelübde zu arbeiten, ist unsere Weise, die Nichtgetrenntheit im Alltag lebendig werden zu lassen. Aber einerseits sind wir menschliche Wesen und unvollkommen. Wir machen also Fehler und auch Irrtümer. Und andererseits sind die Gelübde so weit, dass wir niemals dahin kommen werden, sie komplett zu erfüllen. Was machen wir jetzt angesichts dieser Situation? Aus meiner Sicht ist Resignation nicht die Antwort. Die Antwort ist meiner Meinung nach das Ryaku-Fusatsu. Bereuen der Fehler und Irrtümer und von neuem die Kai empfangen und von neuem die Bodhisattva-Gelübde ablegen. La résignation n'est pas la réponse. La réponse, c'est pour, à mon avis, le Ryaku-Fusatsu. Repentir ses fautes et ses erreurs et recevoir de nouveau les Kai et prendre de nouveau les vœux du Bodhisattva. Mais comme je l'ai déjà dit, nous repentons et nous renouons avec le cosmos entier. Si nous repentons et nous renouvelons seulement pour nous personnellement, nous resterions dans l'erreur fondamentale de nous voir comme des êtres séparés. Le vrai repentir et le vrai renouvellement peut se passer seulement dans la non-séparation. Aber wie ich es bereits gesagt habe, bereuen und auch erneuern wir mit dem gesamten Kosmos. Würden wir nur für uns selbst persönlich bereuen und erneuern, dann würden wir in dem grundlegenden Irrtum verweilen, uns als getrennte Wesen zu sehen. Das wirkliche Bereuen und das wirkliche Erneuern
muss gemeinsam in der Nicht-Getrenntheit passieren. In diesem Oktober werden wir wieder in das ehemalige Konzentrationslager nach Weimar-Buchenwald fahren und dort ein Session machen. Auch dort werden wir das Ryaku Fusatsu praktizieren. Niemand derjenigen, die an diesem Session teilnehmen, ist verantwortlich für die Verbrechen, die in Buchenwald begangen wurden. Aber wir sind auch nicht getrennt von diesen Verbrechen. Diese Verbrechen sind Teil der Menschheitsgeschichte, Teil unserer Geschichte. Und auch das Bereuen in Buchenwald ist nicht begrenzt. Es begrenzt sich nicht auf die Verbrechen, die in Buchenwald begangen wurden. Das Bereuen in Buchenwald wird alle Verbrechen umfassen. Alle Verbrechen der Vergangenheit, alle Verbrechen der Gegenwart, wie zum Beispiel in der Ukraine oder im Sudan, und auch alle zukünftigen Verbrechen. Cet octobre, on va aller à l'ancien camp de concentration à Weimar-Buchenwald pour y faire une session. Là aussi, on va faire le Ryaku Fusatsu. Aucun et aucune des participants dans cette session est responsable pour les crimes commis à Buchenwald. Mais nous ne sommes pas séparés de ces crimes non plus. Ces crimes font partie de l'histoire humaine, de notre histoire. Aussi le repentir à Buchenwald ne sera pas limité aux crimes commis à Buchenwald. Le repentir va inclure tous les crimes des temps anciens, les crimes actuels comme à l'Ukraine ou dans le Soudan, et aussi les crimes futurs. Mais aussi le renouvellement est illimité. Nous renouvelons les vœux avec et pour le cosmos entier. Avec le cosmos qui existait dans le passé, qui existe maintenant et qui va exister dans le futur. Zazen et Ryaku Fusatsu sont différents, mais pas séparés. Les deux expriment la dimension profonde de l'existence, la dimension à laquelle le Bouddha s'est éveillé, la non-séparation. Auch das Erneuern ist unbegrenzt. Wir erneuern die Gelübde mit und für den ganzen Kosmos. Mit dem Kosmos, der in der Vergangenheit existierte, mit dem Kosmos, der jetzt existiert und mit dem, der in der Zukunft existieren wird. Zazen und Ryaku Fusatsu sind unterschiedlich, unterscheiden sich, aber sie sind nicht getrennt. Beide drücken die tiefe Dimension der Existenz aus, die Dimension, zu der Buddha erwacht ist. Die Ungetrenntheit. Jetzt ein paar Worte zum Ablauf der Zeremonie. Hier in Solingen machen wir die Zeremonie im monatlichen Wechsel abwechselnd, einmal auf Sino-Japanisch, in einem anderen Monat dann auf Deutsch. Im Juli machen wir es auf Sino-Japanisch. Ist also einfach, dass wir jetzt das Ryaku Fusatsu gemeinsam machen, hier im Dojo, und auch ihr, die ja irgendwo am Bildschirm seid, jetzt egal, ob ihr jetzt Deutsch oder Französisch spricht, die Zeremonie werden wir auf Sino-Japanisch machen. Quelques mots sur le déroulement de la cérémonie. Ici à Solingen, nous alternons le Ryaku Fusatsu, un mois on le fait en Sino-Japonais, un mois en Allemand. Le juillet, on le fait en Sino-Japonais. Donc, c'est facile de faire le Ryaku Fusatsu ensemble, ici dans le dojo et chez vous à la maison, peu importe que vous parliez français ou allemand. Si vous avez lu la version française du Ryaku Fusatsu, je suis sûr que vous avez vu les parallèles avec la cérémonie des Bodhisattvas. On commence par repentir tous les mauvais actes commis depuis les temps les plus anciens. Puis on prend refuge aux différents Bouddhas du passé, au Bouddha Shakyamuni, qui est le Bouddha de notre époque, et au Bouddha à venir, le Bouddha Maitreya. On prend aussi refuge au Bodhisattva de la grande sagesse, Manjushri, au Bodhisattva de la grande activité, Samantabhadra, et au Bodhisattva de la grande compassion, Avalokiteshvara.
Ces bodhisattvas sont grands parce que leur sagesse, leur activité et leur compassion viennent de la réalisation de la non-séparation. Si nous agissons à partir de la non-séparation, ces bodhisattvas ne sont pas séparés de nous. Wenn ihr die deutsche Version des Ryaku-Fusatsu gelesen habt, dann habt ihr sicherlich festgestellt, dass es Parallelen mit der Bodhisattva-Zeremonie gibt. Die Zeremonie beginnt damit, dass wir alle schlechten Akten, alle unheilsamen Handlungen, die seit den ältesten Zeiten begangen wurden, bereuen. Dann nehmen wir Zuflucht in die verschiedenen Buddhas der Vergangenheit. Wir nehmen Zuflucht zu Buddha Shakyamuni, der der Buddha unserer Zeit ist, unserer Epoche. Wir nehmen Zuflucht zum Buddha, der kommen wird, dem Buddha Maitreya. Wir nehmen auch Zuflucht zum Bodhisattva der großen Weisheit, Manjushri, zum Bodhisattva der großen Aktivität, Samantabhadra, und zum Bodhisattva des großen Mitgefühls, der großen Anteilnahme, Avalokiteshvara. Diese Bodhisattvas sind groß, weil ihre Weisheit, ihre Aktivität und ihr Mitgefühl aus der Verwirklichung der Ungetrenntheit kommen. Wenn wir ausgehend von der Ungetrenntheit handeln, dann sind diese Bodhisattvas nicht getrennt von uns. Nach der Zufluchtnahme folgen die vier Bodhisattva-Gelübde, die ihr kennt, und des Gyochu Kaimon, der Kommentar von Meister Dogen zu den Kais. Heute werden wir diese Kais sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch lesen. Leider habe ich jetzt nicht die Zeit, dieses Gyochu Kaimon zu kommentieren. Das bedarf eines eigenen Kommentars. Auf das Gyochu Kaimon folgt das Gobei, ein Text, der auch am Ende der Mahlzeitenverse rezitiert wird, und eine zweite Zufluchtnahme, dieses Mal die Zufluchtnahme zur Buddha Dharma Sangha. Und am Schluss der Zeremonie folgt eine Widmung. Après la prise de refuge, suivant les quatre vœux de Bodhisattva, que vous connaissez, et le Gyochu Kaimon, après la prise de refuge, suivent les quatre vœux de Bodhisattva, que vous connaissez, et le Gyochu Kaimon, c'est le commentaire de Maître Dogen sur les Kai. Aujourd'hui, on va le lire en allemand et en français. Malheureusement, je n'ai pas le temps de commenter le Gyochu Kaimon. Il mérite une conférence propre. Puis suit le Gobai, un texte qu'on récite aussi à la fin des versets du repas. Et une deuxième prise de refuge, cette fois-ci aux trois ressorts, Buddha, Dharma et Sangha. La cérémonie se termine avec une dédicace. Le Ryaku Fusatsu est en soi-même l'expression de la non-séparation. Nous pratiquons la cérémonie avec le corps, la parole et l'esprit en unité. Cette unité se réalise dans le fait qu'on ne récite pas seulement des différents textes, mais la récitation est accompagnée de beaucoup de prosternations. Et en le pratiquant ensemble, nous réalisons que aussi notre unité avec tous ceux qui l'ont pratiqué avant nous et tous ceux qui vont le pratiquer dans le futur. Das Ryaku Fusatsu ist in sich selbst Ausdruck der Ungetrenntheit. Wir praktizieren diese Zeremonie mit dem Körper, mit der Sprache und mit dem Geist in Einheit. Diese Einheit realisiert sich, verwirklicht sich darin, dass wir nicht nur verschiedene Texte rezitieren, sondern dass diese Rezitation von vielen Niederwerfungen begleitet wird. Indem wir sie gemeinsam praktizieren, verwirklichen wir auch unsere Einheit mit all denen, die die Zeremonie vor uns praktiziert haben und mit all denen, die sie nach uns praktizieren werden. Thomas demand, si c'est bien de se imaginer, c'est ce qu'on répond personnellement. Thomas fragt, ob man sich konkret vorstellen sollte, was man bereut.
Ich glaube, dass das hilfreich ist. Je pense que c'est, ça peut aider, si ce n'est pas une liste comme ça. Parce que il y a trop de choses, par exemple, déjà la manière dans laquelle nous vivons, c'est contre les préceptes, beaucoup de choses. Comme nous utilisons la terre, ce n'est pas une manière de vraiment en correspondance avec notre vœu de Bodhisattva. Donc, même si on a si on essaie de limiter la destruction que nous faisons dans la terre, dans notre vie, ça risque d'être trop limité si on prend une chose, et si c'est ça, je pense que c'est mieux de vraiment englober tout, mais en même temps, c'est aussi bien de voir quelle erreur on a fait. Ich antworte auf die Frage von Thomas, ob man eben sich das Einzelne vorstellen kann. Ich sage, ja, es ist natürlich gut, wenn man sich vorstellt, wo hat man Fehler gemacht. Auf der anderen Seite ist allein unsere Lebensweise auf dem Planeten derart fehlerhaft, dass ich glaube, dass es gut ist, wenn wir wirklich einen globalen Blick haben und uns nicht so sehr auf diese einzelnen Dinge stützen. Aber es sind die einzelnen Dinge, an denen wir, die wir korrigieren können und wo wir uns in einer angemesseneren Weise, in unserer Gelübde entsprechenderen Weise verhalten können. Deswegen scheint mir beides wichtig zu sein, aber sich nur auf punktuelle Dinge zu beschränken, begrenzt meiner Meinung nach diese große Dimension, die die Gelübde haben. Ein Aspekt, der mir auch wichtig ist, warum ich es für wichtig finde, dass dieses große Bedauern stattfindet. Wenn ihr euch mal anschaut, den Krieg in der Ukraine, wo viel gemordet wird, wer bedauert das überhaupt auf diesem Globus? Die Täter werden es nicht bedauern, weil sie zum Beispiel als Soldaten zu bestimmten Handlungen verpflichtet sind. Und diejenigen, die Opfer dieser Tätigkeiten sind, werden es auch nicht bedauern, weil sie davon betroffen sind. Aber es geschieht so viel Unheil auf der Welt, dass es einfach notwendig ist, dass Menschen da sind, die das wirklich global bedauern. Ein Aspekt, qui me semble important, c'est qu'il y a tellement de mauvaises actions qui ne sont pas répandues dans le monde entier. Par exemple, si vous prenez la guerre en Ukraine, les personnes qui commettent des crimes ne le répondent pas et les victimes non plus. Donc, qui répond tous ces crimes mondiaux qui se passent dans le monde entier? Et je trouve cette dimension globale de repentir, c'est vraiment importante. Mais ça ne veut pas dire ne pas voir ses propres erreurs et fautes. Vielleicht ist es einfacher hier zu schauen. Ja, Also, okay. Darf ich kurz was dazu sagen? Ines voulait encore dire un mot sur ça. Voilà. Ich finde es halt auch wichtig, dass wir nicht nur von Bedauern sprechen, sondern dass ein Ergebnis ja auch ist oder etwas, was entsteht, ist ja, dass wir Verantwortung entwickeln. Ines, je ne veux pas seulement parler du repentir, mais que ça veut aussi dire que nous prenons une responsabilité. Das heißt, wir kommen dadurch wieder ins Handeln. Ça veut dire que le repentir nous fait aussi agir. Wo wir sonst vielleicht irgendwie uns ohnmächtig fühlen. Dans des situations où autrement on se sent pas dans la position ohnmacht. Impuissance. Impuissante. Le repentir nous fait responsable et comme ça, on a aussi la possibilité de monter le sentiment d'impuissance.
Deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt, was der Thomas vorgeschlagen oder die Frage von Thomas, ob man sich auch kleinere Dinge vorstellt aus dem eigenen Leben, weil da fällt es einem leichter, auch Dinge zu verändern und die großen Dinge wie der Ukraine-Krieg, die natürlich zu bedauern sind, sind aber oft so groß, dass wir von dieser in dieser Ohnmacht bleiben. Ce que dit Inès, c'est que la proposition de Thomas de prendre des petites choses, petites en guillemets, des petites choses nous donne la possibilité d'agir. Par contre, une dimension si vaste que la guerre en Ukraine nous rend beaucoup plus dans le sentiment d'être impuissante. Und deswegen heißt die Zeremonie ja auch die Zeremonie der Erneuerung. Da ist also nicht nur das Bereuen, sondern der Erneuerung. Und da ist für mich ganz wichtig der Aspekt, wir kommen wieder ins Handeln mit einem frischen Geist. C'est pour ça que cette cérémonie n'est pas seulement une cérémonie de repentir, mais aussi de renouvellement. Donc, ça veut dire que nous, après cette cérémonie, nous revenons dans l'agir avec un esprit frais, nouvel.